Hey meine Rambas, schön, dass ihr wieder am Start seid. Hier ein Replay von Elsa die Wildsau mit dem Jagdpanzer R100 und auf der Karte Minen. Und ich kann euch jetzt schon mal anteasern, obwohl Elsa hier Top-Tier ist, dass Elsa mit dem TD keinen einzigen Schaden macht, der über 300 Meter ist, also alle darunter. Und das ist für einen TD auf dieser Karte doch eher was Seltenes. Und dementsprechend hoffe ich, und ich stelle mir mal vor, dass die Action so ist, wie ich sie mir vorstelle. Also Elsa, lass mich nicht in den Stich, zeig mir, was er kann. Der deutsche Stahl. Ist einfach schon ein feines Dingchen. Ich will euch einfach nochmal hier diese Werte zeigen. Wir haben 1050 Schaden, 299 Durchschlag und das ist die normale Munition. Und hier die Premium, 1050 mit 420 Durchschlag. Also ich weiß nicht, der kommt halt einfach überall durch. Also das gibt ja, ich wüsste nicht mal, wahrscheinlich würde er doch einen Atombunker durchschlagen, die Elsa. Okay, jetzt der M103. Da ist schon einiges und ich glaube, ich kann mir vorstellen, wo er sein Damage sammeln wird. Da ist das Objekt und BAM! 1254 Schaden. Mit einem einzigen fucking Schuss. Es ist so heftig. Und jetzt hat er fast nachgeladen, deswegen er fährt hier wieder an die Front. Und das Objekt ist schon raus. Hat der ganze zwei Hits bekommen. So, M103. Da ist es. Es ist scheißegal, wo man eigentlich hinzielt. Alles ist ein Treffer. Er hat bisher zwei Hits gemacht und 2300 Schaden. Es ist so krass. Noch kein Kill, aber das dürfte sich noch ändern. Warum schreibt denn der T34 gefasst? Ach, weil er tot ist, natürlich. Wahnsinn. Die Runde nicht mal 2 Minuten. Dann soll man fast cappen, weil der erste schon tot ist. So, da hinten das Objekt. Huhu. Ja. Weg damit. Objekt, da hast du ein bisschen zu lang gestanden. So, es dürfte jetzt soweit sein, dass ziemlich jeder Schuss ein Treffer ist oder ein Kill, um das schon mal anzukündigen. So, T30. 1091 Hitpoints hat er noch. Und 1091 Hitpoints hat er nicht mehr. Das ist eigentlich so eine HP-Anzahl, wo man sich denkt, oh, 1000, das läuft noch, das Match ist noch mitten am Gehen. Und dann kommt auf einmal so ein Jagdpanzer und nee, dann war's das halt. Der AMX 5100, da dreht er sich gar nicht um, weil er hofft und denkt, das macht sein Team schon. Ist auch gut so. So, der T32, noch ein Schuss, noch ein Treffer und weg mit dir. Dritter Kill. Und jetzt pflügt er das Feld von hinten auf. Das ist er im Rücken des Gegners. Kann hier also den IS-3 locker gleich mal wegmachen. Ne, der ist leider schon ums Eck. 6 zu 9 für den Gegner. Dadurch, dass die jetzt hier gecappt haben, der KV und der AMX 1390, ist es der Nachteil, der T49 hier 123 Schaden, lächerlich, ist es der Nachteil, dass die natürlich nicht mitschießen konnten. Die standen jetzt unten im Cap die ganze Zeit und da haben sie nicht viel reißen können. Nun AMX 5100 und auch weg mit dir. Also so ein früher Cap ist in der Regel zum Gegner unter Druck setzen sinnvoll, aber man sollte auch wirken können. Und zwei Kanonen so früh in einem Spiel rauszugeben, sage ich mal freiwillig, nicht sinnvoll. So, IS-3, T5, E5. Wo ist er? Hinterm Stein. Da ist er. Ah, jetzt fahrt er runter, die Mats. Naja, nimmst halt einen IS. Aber er will unbedingt den E5 haben. Aber jetzt denkt er sich, ist er eigentlich auch wurscht. Hauptsache ich kill jetzt irgendwas. Dann nimmt er halt den Low HP IS-3. Kann man auch mitnehmen. So, der E5 hier. So ein bisschen schräg. Das könnte aber auch sein 6. Kill schon werden. Jetzt hat er sich hier gekettet. Lässt er sich jetzt droppen? Nein, er ist gekettet. Jetzt aber. Ah, schade. Ich dachte, der wird ihn rammen. Aber dann muss der Kill halt so gehen. So, jetzt ist er hier ein bisschen festgefahren.
Aber aufgrund dessen, dass er so schwer ist, kann er auch natürlich so ein E5 ein bisschen einfach mal wegdrücken. So, was nervt ihn da jetzt? Oh, ein T49. Der hier an ihm vorbeituckert. Und, 1390, der ist unangenehm. Den muss er wegmachen. Sehr gut, dass er jetzt zurückfahrt. Ganz clever. So kann er nicht umfahren werden. Und jetzt nimmt er ihn One-Shot wahrscheinlich raus. Ja. Das ist gut mit einem Panzer. Oh, T49. Du bist ja auch mutiger. Ja. Mit einem Panzer, der praktisch an der Wand steht, den kann man nicht umfahren. Und der T49 erlebt jetzt genau das. Jetzt prallt der IS-3 ab. So, und einfach aufgrund dessen, dass er hier so ein bisschen noch zurücksetzen kann. Oh, jetzt hat der T49 ihn da in eine prekäre Lage gebracht. Aber er macht nicht so viel Schaden und er denkt sich, näher, erstmal den IS weg. So, jetzt ist der T49 noch da. Radley Walters hat er. Und T49 wurde durch das Objekt hier oben zerstört. Eine extrem schnelle Runde. Mit 8 Kills im Zug haben sie die beiden sogar 11 Kills gemacht. Also Waffenbrüder, mehr als verdient und den entscheidenden nur knapp verpasst. Sehr, sehr, sehr cooles Gefecht. Ich hoffe, euch hat es gefallen, weil mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Es ist einfach ein Monster und ja, so ist es. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Den Daumen nach oben. Tschüssi, euer Alcaramba.